Willkommen zu diesem Kanal-Update-Video zu Linecappers. Ich mache dieses Video größtenteils wegen mir, weil ich einfach oft damit kämpfe, wieder aktiv zu werden und man doch mal irgendwie was nachlassen. Ihr wisst noch, die meisten wissen es vielleicht, ich bin auch in Amerika, studiere hier und es ist nicht immer einfach. Und man hat manchmal Bock, Line, mach jetzt mal was und dann passiert es trotzdem nicht. Deswegen mache ich jetzt dieses Video und sage, Line, du wirst wieder aktiv, es kommen wieder Streams. Geplant ist, jeden Mittwoch auf Twitch zu streamen und am Wochenende auf YouTube, Samstag, maybe auch Sonntag, Customs, maybe ein bisschen Rang, ein bisschen 1 gegen 1, vielleicht auch andere Spiele, da habe ich richtig Bock drauf, aber das ist mein Video, Line an dich. Du wirst jetzt wieder aktiv, du ziehst weiter durch, ja. Es war schön. Einer, wir haben mich so dran erinnert, einfach von einem Jahr her, wie wir Customs gespielt haben mit so vielen Leuten in meinem Stream und online, geil. Das war schon eine wilde, wilde Zeit. Vieles passiert, auch bei mir. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich spiele immer noch Fußball. Im PSN Network ist viel passiert. Gutes und Schlechtes. Und jetzt bin ich einfach wieder da. Fokus wieder da. TikTok macht mir gerade unglaublich viel Spaß. Da habe ich jetzt gerade angefangen. 100 Tipps, 100 Tage Tipps, Rainbow Six Siege. Ich habe Connections gemacht. Ich habe hier diesen geilen Greenscreen von Big Mother Basti bekommen. Schaut mal Big Busy vorbei. Vielen Dank nochmal für den Greenscreen, den ich hier bekommen habe. Den können wir verwenden für die geilen Streams. Meine Internetlage ist immer noch ein bisschen scheiße, weil ich habe nur ein LAN-Kabel hier, wo ich für die PS verwenden muss. Ich kann auch aktuell noch nicht über den PC streamen, weil ich hier kein Internet habe. Also ist immer noch so ein bisschen durcheinander. Ich hole mir da gleich einen Adapter. Aber, Line nochmal. Ich möchte wieder aktiv werden, ich möchte wieder Spaß haben und auf jeden Fall das Wichtigste ist mir die Regelmäßigkeit, ja. Vielleicht freut es ein paar, viele werden mich nicht mehr schauen, weil ich zu lange inaktiv war. Falls du wieder Bock hast, freut mich das natürlich, aber ich mache es hauptsächlich allein für mich, wieder aktiv zu werden. Und wer auch dann immer bei den Streams mitspielt und Bock hat und Spaß hat, dann freut mich natürlich umso mehr. Aber hauptsächlich wollte ich einfach sagen, ich mache das nicht, um irgendwelche Erwartungen gerecht zu kriegen. Ich mache das hauptsächlich für mich, um meinen Traum weiter zu verfolgen. Und deswegen danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast, Line. Und jetzt musst du erst richtig anfangen. Und apropos, Videos sind auch geplant, also bleib dran. Denn der Line ist am Start. Sieht man das? Da. Ah.